Hallo und herzlich willkommen zu einem Feierlinger-Video mit Tim. Hallo. Hallo. Und Dorian. Und dem, ist der dreckig, Alter. Der ist echt wirklich dreckig. Guck mal, er rostet. Was ein Unterschied, wenn du hier... Guck mal. Ich hätte dieses Auto vielleicht vorher waschen sollen. Hätte. Aber... Egal. Das ist nicht wichtig, weil es geht heute um Technik. Aber erstmal, es gab ja noch gar kein Video zu dem Z3 Coupé. Nee. Das war eigentlich anders geplant. Eigentlich sollte es ein Vorstellungsvideo geben, wo ich quasi mit dem Auto Serie rumfahre. Das gibt es auch, aber ich war damit nicht so sehr zufrieden, weil ich das Auto viel zu schlecht gemacht habe. Das Auto ist eigentlich echt geil. Nur halt, der Hype, der kam erst später. Ich habe das gekauft, weil ich das immer mal haben wollte, weil ich Z3 Coupé war immer mein Traum. Und dann habe ich den gefunden. Und der ist aber vom Zustand her nicht gut. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Es ist ein Auto, was Rost hat, ein bisschen Gammel hat und hier und da auch schon mal geflickt und gefuscht und gedingenst wurde. Hier gammelte auch so ein bisschen. Also der ist echt, das ist kein Sammlerzustand. Das sagen wir mal ganz direkt. Aber es ist perfekt für das, was ich mit dem Auto vorhabe. Weil... wir wollen ja jetzt hier kein Auto irgendwie Show and Shine mäßig bauen, sondern es soll mal wieder Richtung Rennstrecke gehen. Und dafür finde ich dieses Auto echt geil, weil es halt klein ist, leicht ist, wendig, spritzig, fühlt sich super cool an vom Fahren. BMW immer, macht sowieso immer Spaß und deswswegen wird dieses Auto jetzt umgebaut zu einem kleinen Rennstreckenracer. Track Tool finde ich immer blöd, aber kann man eigentlich schon dazu sagen, Track Tool, ja. Vielleicht... Das wird heute auch etwas viel. Vielleicht gibt es auch zwei Teile, aber das entscheiden wir Freestyle. Ein weißer Z3. Ein weißer Z3, 2,8 Liter Handschalter. Aus Baujahr 2001. Das weißt du nicht? Hey, wenn ich sowas nicht wissen würde, ne, dann würde ich direkt wieder... Wie denn, das weißt du nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach gar nicht. Ja, aber ich weiß, dass ich nach dem Kauf festgestellt habe, dass es sehr, sehr wenige weiße Z3 Coupés gibt. Nämlich nur 15 in Europa. Crazy. Und dann war das noch aufgeteilt, diese 15, in 14 von der einen Sorte, nämlich ohne Glasdach, und einen mit Glasdach. Funny Fact über dieses Auto, es ist einer, der so in Europa ausgeliefert wurde. Wusste ich wirklich, habe ich erst nach dem Kauf und nachdem ich meinen ganzen Plan, was ich mit dem Auto mache, schon gefestigt hatte, dass er so selten ist, war mir nicht bewusst, aber das ist mir auch egal. Ja, da habe ich schon auf viel Gegenwehr von Leuten, die ich das erzählt habe, die da so, und dann willst du das Ding auf der Rennstrecke vermurksen oder verhuren oder rasen? Ja. 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 Klar. Weil das ist der ursprüngliche Plan. Scheiß auf das, was das eventuell wert sein könnte. Hab Spaß. Den Spaß damit haben. Den Spaß. Ja. Der ist jetzt auch, wie gesagt, nicht im perfekten Zustand. Der ist jetzt ein Sammlerzustand und dann wäre es der einzige. Okay, dann könnte man vielleicht noch drüber reden, aber Zustand ist so Mama Huhu, so geht's so. Und deswegen geht das. Auto ist nicht mehr ganz original. Hat schon einen Wichersbügel drin. Was ist ein Wichersbügel? Hier, überall Bügel. Okay, achso. Hat auch schon eine Anlage von Reuter Motorsport drunter, also Abgasanlage, und hat auch schon Tieferlegungsfedern und etwas andere Felgen. Aber Originaldämpfer mit Federn fährt sich natürlich wack, richtig. Wack, wack, wack. Genau. Ja, ansonsten. Wie gesagt, das ist ein Handschalter, 2,8 Liter, Doppelwarnungs, also 193 PS. Hat gelaufen, keine Ahnung, auf dem Tacho steht irgendwas mit 165, aber das ist nicht der echte Tachostand, sondern das ist dem Motor angepasst, den er mal irgendwie getauscht gekriegt hat, weil hatte wohl mal einen Motorschaden. Also ihr seht, bewegte Vergangenheit, alles nicht ganz nachvollziehbar, alles nicht ganz plausibel, aber umso interessanter und umso besser für das, was wir mit dem Auto vorhaben. Nice. Ja, von innen ist er noch weitestgehend um. Das ist auch kaputt. Von innen ist er noch weitestgehend original. Den schweren elektrischen Sitzen, da kommen auf jeden Fall noch Recaros rein. Und ein CAE-Shifter wird da auch noch reinkommen.
Und ansonsten bleibt der eigentlich in so. Vielleicht machen wir den irgendwann mal sauber. Dann können wir jetzt eigentlich dazu übergehen, was mit dem Auto passiert, ne? Ist das nicht interessant, vorne vielleicht die Motorhaube mal zu öffnen, oder ist das nothing, nichts Interessantes? Machst du das extra? Was denn? Hast du das extra gefragt? Was denn? Weißt du, warum? Ja. Nein, habe ich nicht. Nein. Ich find... Da ist noch was kaputt ist. Ich öffne mal die Motorhaube. Oh. Also, das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht? Nein, woher denn? Woher soll ich das denn wissen? Das ist dein Auto. Habe ich aber auch schon rumliegen. Ta-ta-ta-ta-ta. Z3 Motorhaube, 2,8 Liter. Ja, dankeschön. Alles für mich, selbsterklärend. Ein bisschen dirty, ne? Was ist das Interessante beim Z3? Auf welcher Basis beruht dieses Fahrzeug? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß. Was nur, tippst du denn? War das nicht mal mit dieser Strebe, dass dieser? Nee, da war nichts, ne? Nee, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. I don't know. Ja, es ist ja so ein Mix aus E36-Technik, wie Motor und Antrieb. Und Hinterachse und sowas ist sehr, sehr ähnlich vom E30. Oder okay. Auch vom E36 kompakt okay. Ist das eigentlich. Das ist, glaube ich, das Auto, womit du das am meisten vergleichen kannst hier, E36 kompakt. Also ihr kennt das natürlich, aber Tim hat ja so ein riesengroßes Fahrzeichen. Ich habe ein riesiges Fragezeichen. E36 kennst du, aber wenn du dann hinten so diese ganz kurzen, die so, als ob die rückwärts gegen eine Wand gefahren sind. Ja, ja. Die kennst du. Ja, schon mal gesehen. Das ist das Auto hier quasi unten drunter. Nur okay. Eben hübsch. Aber was heißt unten drunter? Was genau? Was meinst du genau? Achsen, Antrieb, Lenkung, okay. Hinterachse, Vorderachse, okay. Querlenker, Bremsen, okay. Sowas. Also die allgemeine Technik. Die allgemeine Technik, hast du sehr schön. Gut. Gut gemacht. So, muss ich noch irgendwas zeigen, bevor wir alles zeigen können, was da reinkommt? Das musst du wissen. Das musst du wissen. Oh, komm nicht so nah. Gestern war der erste Tag, an dem wir Corona-mäßig in einem Lokal ein Corona trinken konnten. Boah, das war cool. Mal kurzes Snippet. Mal kurzes, kurz einspielen. Deswegen. Deswegen ist heute, fühlt sich heute so an, wie sich heute nur was anfühlt. Es ist alles noch ein bisschen und hä, ihr kennt das. Ja. Und auch ein bisschen Und auch ein bisschen ist auch noch mit drin, ja. genau. Ja, was braucht man, um ein Fahrwerk, ach, mein Gott, Entschuldigung, ich muss das nochmal. Ja, machen wir mal. Einer der wenigen Takes, die wir jetzt nochmal neu aufnehmen. Angeblich. Nein, komm. Ja, was braucht man, um ein Auto so zu machen, dass es gut auf der Rennstrecke fährt? Tim. Ein Fahrwerk. Fahrwerk. Vernünftige gut. Reifen. Ja. Vernünftige hier Koppelstangen oder irgendwie sowas in die Richtung. Die Aufhängung, Querlenkeraufhängung muss in Ordnung sein, ja. Ja. Und? Was macht ganz viel aus auf der Rennstrecke? Das, was du mit deinem Tesla eigentlich nie benutzt. Die Bremsen. Ja. Ah, hast du die Bremsen. Ja. Ja, genau. Ach, stimmt. Okay, ja. Sorry. Ja, ne? Ja, okay, weil ich ja nie am Bremsen. Wer später bremst, ist länger schnell. Genau. Ja. Und da kommen richtig kranke Bremsen drauf. Diese. Yes, also brauchen wir krasse Bremsen. Genau, krasse Bremsen brauchen wir auch. Und alles, was dazugehört. Also deswegen bekommt das Auto ein kW natürlich. Warte mal, ich mach mal jetzt so eine Checkliste rechts, oder? Auf dem Schrank. Okay, okay. Und ich muss gucken, ob ich das alles auf die Reihe kriege, weil ich habe das Auto ja schon ein paar Monate und ich habe auch immer fleißig Teile gekauft und dieser ganze Schrank ist voll mit Teilen. Deswegen okay. Versuchen wir jetzt, wie dieses, ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und füge hinzu. 1 kW V3. Bing! Lichter. Yokohama Semi-Slicks. Eine Bremsanlage vom 330i E46 mit Paget-Rennbelägen. Rennbremsflüssigkeit. Stahlflex-Bremsleitung. Bremsenkühlung. Neue Querlenker. Eine Inspektion kriegt er auch, klar, auf jeden Fall. So, Ölfilterwechsel, Zündkerzen. Den Haubenzug, aber es ist jetzt alles nicht mehr so Track, die Track-Specs. Ja, aber es geht ja darum, was du alles daran änderst. Dann geht's noch weiter. genau, Querlenker vorne mit Spurstangen und Koppelstangen und das Ganze natürlich auch vernünftig eingestellt und vermessen. Und das befindet sich, also wahrscheinlich befindet sich noch viel mehr hier drin, aber mal so grob.
liegt da einiges drin. Von den Sachen, Karang, die da reinkommen. Ja. Wird ein bisschen was. Wird ein bisschen was. Deswegen ist es auch die Frage, ob das hier ein Zweiteiler wird oder... Ich habe mal kurz noch eine Zwischenfrage. Auf was freust du dich am meisten, da, also daran zu schrauben? Worauf hast du richtig Bock? Wo kitzelst du, wo du sagst so, gucken, wie geil das wird? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch, wenn das neue, wenn man das neue Fahrwerk so reinhängt, weil das ist das, was nachher wirklich so ein KW V3, das fährt sich schon sehr, sehr geil. Wenn man das dann so da reinpackt und weiß, ab diesem Moment ist die Zeit von dem Originaldämpfer mit den Federn, was sich kacke fährt, ist einfach vorbei. Einfach weg. Wenn das weg ist, ist einfach wie ein neues Zeitalter. Also, das ist, als ob man diesem, ja schon etwas, ist ja schon fast ein Youngtimer, als ob man dem so neue Beine gibt. So KW-Beine, also schöne Beine, hübsche Beine. Beine, mit denen man sehr, sehr gut am Strand langlaufen könnte. So. Die schönsten Beine aus Fichtenberg. So. Ja, genau. Schön. Das, glaube ich, wird ein sehr, sehr schöner Moment. Glaube ich. Aber bis dahin ist noch eine ganze Menge Arbeit. Ich sag so, eine Stunde bist du fertig. Eine Stunde. Und vergiss nicht, gestern war auch der Tag, der gestern war. Und heute ist der Tag, der heute ist. Und heute ist Pfingstsonntag. Das sollte man sich öfters vor Augen halten. Dass gestern der Tag ist, der gestern war. Und ja. Heute der Tag ist, der heute ist. Der erste Gedanke war, als ich heute Morgen aufgewacht bin, war heute wegen gestern geschlossen. Aber nein, wir sind hier und machen das für euch. Hände dreckig. Hände dreckig. Ich glaube, wir haben alles ausgeladen. Also hier ist so der Bremsenpart. Ne? Neue Scheiben. Die Paget RSL 29 kommen da drauf vorne und hinten. Bremssattel vom 330. Ja, ich weiß, dass es gebrauchte sind. Die machen wir gleich noch ein bisschen sauber, aber... It is how it is. Hä? It is how it is. It is how it is. Neu kaufen ist zu teuer. Dann hatten wir der Janik selber hier noch... Augen für die Achsen zugeschickt. Vielen Dank. Guckt da gerne mal hin. Ne? Sperber Klassik. Wenn ihr irgendwas an Achsen neu macht, dann macht einfach die Schrauben mit neu. Kostet nicht viel und ist schön eingepackt, was wohin kommt. Genau, Stahlflexleitung. Vom Papa kommt noch ein Luftfilter, weil wenn man schon mal dran ist, dann kann man den ja auch mitwechseln, wenn man eine Inspektion macht. Schwarze Nieren vorne, der hat zwar schon welche drin, aber die sind gebrochen. Bremsenkühlung, ganz geil. Sieht weird aus, ne? Siehst du das? Ja. Kann man die Struktur davon erkennen? Das, wofür ist das? Bremsenkühlung. Das ist ein Luftsammler. Okay, nee. Nicht hier Trichter saufen, so, schade. Sondern die kommen hier vorne, wo jetzt die Nebelscheinwerfer sitzen, kommen die halt hin, um halt die Fahrtluft einzufangen. Ah, oh, witzig. Und dann mit diesen Flexschläuchen da, sorry, wenn wir jetzt die ganze Zeit so rumlaufen. Durch diese Schläuche, die kommen halt hinten dran. Und dann kommt das nachher an die Achse vorne, quasi hinter die Bremse. Krass. Dann das kriegen die fördert Luft die Luft an. Kühl an die Bremsen. Das heißt, wir haben eine schöne Bremsenkühlung. Das ist krass. Was auch echt wichtig ist. Ja. Weil, wenn die Hitze da richtig aber drin ist in den dicken Gusssätteln hier, ist das kacke. Und ja. Genau, fahrwerksmäßig haben wir auch schon den Tisch hier aufgebaut mit neuen Querlenkern, neue Spurstangen, Koppelstangen, neue Domlager, Querlenkerlager. Klar, das ist Variante 3. Schraubschutzmanschetten, alles. Armer Junge. Achso, und der kriegt auch noch Stehbolzen. Sag mal. Also anstatt Radschrauben machen wir Stehbolzen rein. Anfangen! Wohin fängst du an? Darf ich mir das aussuchen? Müssen wir die Achsen hier auseinanderrupfen. Okay. Und wie läuft? Ja, ihr? Ja. Also bisher lief alles zu 90% gut. Das ist doch schon mal gut. 90% ist besser als 10%, das stimmt. Aber diese 10%, die nicht gut gelaufen sind, sind, wer hätte es gedacht, Bremsleitung. Weiß jeder, der einen alten Auto schraubt, Bremsleitungen wollen ab einem bestimmten Alter, sind die sehr sesshaft.
Das durchkreuzt so ein bisschen meinen Plan, aber es ist noch nicht hoffnungslos. Zeig doch mal trotzdem, wo was da. Drin. Das ist jetzt hier oben halt. Da, diese Bremsleitung. Ja. Die Bremsleitung möchte nicht vom Bremsschlauch los. Und da wir Starflex-Leitung verbauen wollen hier, müssen die los. Und ja. Stoßstangen sind raus, Stoßdämpfer sind gelöst, Koppelstangen sind raus, Bremsen sind los. Hier ist das Radlagerhäuser, das bauen wir gleich mal raus und machen das ein bisschen sauber. Stoßdämpfer können wir auch gleich rausnehmen. Und jetzt gucke ich gerade, weil die Querlenker sind noch nicht so alt und noch nicht so lange drin, wie ich dachte. Und die haben hier immer eine Schraube und die ist auch richtig beschissen. Deswegen, ich gucke jetzt mal, dass ich die gelöst kriege. Wenn ich die gelöst kriege, dann ist das auch machbar. Und wie sieht die andere Seite aus? Genau gleich? Also, genau gleich. Also ich meine, das Gleiche ist klar. Ich meine, ob gleich vom Vorankommen. Gleich. Gleich. Sind Zwillinge, also als ob hier ein Spiegel wäre. Ja, das weiß ich, das meinte ich doch gar nicht. Ich meinte, dass... Ob du da auch vom Fortschritt, kann er sein, dass auch vom Fortschritt, auch von den Problemen. Ja, okay. Die Schrauben ließen sich, es waren alles Zwillinge, die haben sich komplett gleich gelöst. Okay. Es gibt keine gute und keine schlechte Seite an diesem Auto. Okay. Vielleicht ist das ja auch die gute Seite und hinten wird scheiße. Oder vorne ist die schlechte Seite und hinten wird gut. Dann wirst du noch herausfinden. Okay. Julian, wie ist denn der aktuelle Stand? Bist du gut weiter vorangekommen? Ja, es geht wohl. Also ja. Mittlerweile sind die neuen Querlenker drin. Cool. Die alten Spurstangen sind auch raus. Und die haben wir auch schon ersetzt mit neuen Gummis und Manschetten und Sicherungsringen. Interessant. Und jetzt sind wir an den vorderen... Das ist richtig schwindelig. Oh. Denk dran, es ist immer noch... Gestern war gestern und heute ist heute. Genau, jetzt sind wir an den vorderen Radnaben sozusagen dran. Und ich habe die eine Seite schon auch vorbereitet. Fahrtwindbremsenkühlung um. Und dafür muss halt das alte... Ist so das Fachwort? Das ist das Fachwort? Fahrtbremsenkühlung. Okay. Aber es ist halt durch den Fahrtwind wird die Bremse gekühlt. Das habe ich schon verstanden. Ich habe mich nur gefragt, ob das so ein Fachwort ist. Fahrtwindbremsenkühlung. Okay. Copyright bei Dorian Beer. Okay, alright, okay. Okay. Genau, und dafür muss halt der alte Windweiser, der alte Wasserschutzblech, das halt auch total rostig und gammelig und scheiße aussieht, muss weg. Ja. Dass halt dieses schöne Teil dran kommt, dass hier nachher so der Schlauch dran kommt und sagt so. Warte, wie nochmal? Ist das dann auch etwa so leise? Er ist ja so, Luft! Oh yeah. Das ist gerade so der Zwischenstand. Ansonsten, ja, das alte Fahrwerk ist raus. Das sieht auch wirklich, das sieht aus, ne? Das ist krass. Das sieht aus. Das sieht aus. Guck mal, wie rostig und gammelig und everything. Alles. Und hinten finde ich die Dämpfer noch viel krasser. Die fliegen dir doch bald jeden Moment hier um die Ohren. Guck mal. Gut. Gut. Ne? Die kann man doch eigentlich noch verkaufen, oder? Ja, ehemalige neue Dämpfer. Ja. Der ist halt das ist Schrott, deswegen fuhr sich das Ding auch. Wo man eigentlich, wenn man ehrlich ist, für das, was da drin war, fuhr sich das noch sehr gut. Also es hätte auch schlimmer sein können. Es hätte viel schlimmer sein können, aber wenn man jetzt mal denkt, was da reinkommt. Junge, dann wird's ja. Also, freust du dich? Ich freue mich. Wie sehr freust du dich? Ich freue mich riesig, aber. Dieses Auto hat mir auch schon sehr, sehr weh getan vorhin. Timmy hat es mitgekriegt. Boah, Alter, willst du mal zeigen, was passiert ist? Ja, ich glaube, mittlerweile sieht das gar nicht mehr so schlimm aus. Ja, man kann es ja trotzdem... Also Dorian ist auf jeden Fall gerade fast gestorben. Ja, richtig schön mit dem Hammer das, abgerutscht. Das sieht jetzt viel an. Genau auf die Ecke vom Daumenknochen. Genau aufs Daumengelenk. Wirklich. So, ich musste vordere Querlenker, wollte ich von oben rausschlagen. Eine lange Stange genommen, Verlängerung, unten drauf auf diese... Ja, auf. Der hat Verlängerung so geschlagen und dann einmal abgerutscht und nicht abgerutscht auf die Stange und dann so daneben, sondern wirklich mit voller Wucht genau da drauf. Ja. Ich habe so sehr mit dir gefühlt. Das wird mich bestimmt auch noch eine Woche verfolgen, dass es weh tut. Naja, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die relevanten Sachen hier. Tim sagte, du hast mir auf die Idee gehört, es hätte auch schlimmer sein können. Ja, stell dir vor, dein Handgelenk wäre jetzt gebrochen und dann wäre ein Krankenhaus, etc. Was war das zweite?
etc. So, wir hatten keinen Bock mehr auf Autos und machen jetzt nur noch Natur. Ne? Autos sind scheiße, Natur gut. Nein, Spaß. Timmy hat das Video geschnitten und es wird sehr, sehr lang. Und wir hatten ja schon mal am Anfang erwähnt, dass es zwei Parts werden könnten. Und es werden auch zwei Parts. Wir haben geguckt. Es ist alles viel zu interessant und viel zu lustig, auch alleine für uns. Deswegen lassen wir das einfach also drin. Und ja, es werden zwei Parts, vielleicht wird es ein bisschen lang. Ist mir egal, ist Timmy auch egal. Guckt euch das an oder nicht. Aber doch, guckt euch das an. Der zweite Part kommt Mittwoch. Viel Spaß. Ja.